Also einiges zu tun hier. Ich bin irgendwie am falschen Pferd. So. So, da geht noch einiges ab hier. Ich wollte mal den Racex da nochmal. Okay, was wollt ihr? Blöd Er gesagt. bestellt. Also habt ihr schon was gekauft? Ja, Ja, wir den haben schon zwei Sachen Liebherr-Burger und bestellt. den JCB. Ich Kannst du bin mal bitte da aus und deinem es ist Trigger auch. rausgehen? Du kannst nämlich nicht mit mir sprechen, wenn du im Trigger bist. Ich blöcke doch, Junge. Also, Das haben wir schon bestellt, das haben wir schon bestellt. Ja, aber Gibt's habt ihr die Mehrwertsteuer davon bezahlt? was? Wir Nein. sind Hofschwarz, wir Das sind machen wir Schwarzjunge. nachher. Haben Sie ein eigenes Kopf, ein eigenes Konto? Ja, warten Sie, ich gehe mal kurz in das Konto. Muss ich mir aber noch das Richtige suchen. Okay, Sam. Ja. Kommen Sie So, mal mit rüber. Ja. Was? Herr Racex, Ja. haben Sie irgendeine Arbeit für mich? Ich langweile mich zu Tode. Ja, klar. Wir bestellen gerade die Fahrzeuge, dann können Sie von mir aus und die Fahrzeuge mit hochfahren zum Bauhof. Da müsste aber jemand vorausfahren, weil ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ja, wir bestellen Aber das Zeug ich falle gerade gleich und um vor dann. Müdigkeit. Ich sitze nur hier seit 4 Stunden und nichts geht vorwärts. Ja, wir bestellen gerade alles. Ich hoffe, das geht schnell mit dem Bestellen. Okay, Und dann können ich Sie lege mich uns mal da ins bestellen. Eck. Geben Sie mir da einfach dann Bescheid. Ja. Gut, danke. Bis später. Ja, so. Hier kann man doch mal so ein bisschen auf die Tonnen liegen. Hoffentlich haben die gleich irgendwas zu tun. Ich geh mal gucken, was der hier. Oh. Aha. Aha. Was macht denn der Händler hier? Eine Hebebühne. Die hat auch schon die besten Tage, glaube ich, gesehen. Was kostet denn der Diesel hier? 47 Cent? Und, hätte ich noch eine Weile oben im Wald chillen können. Also ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, ich komme hier in ein neues Dorf und habe direkt einen Haufen Arbeit um die Ohren. Aber so ist wohl nicht. New Holland TX32. Ganz schön alt. Aber sieht noch gut aus. Sieht noch super aus hier. Ups. Ist ja noch gut in Schuss. Das wird hier, glaube ich, als Neufahrzeug verkauft. Ja, genau. So. Ja, ist noch alles gut. Oh, da muss man, glaube ich, aufpassen. Da könnten wir. Runa, Ja, bitte. kommen Sie mal runter. Ich musste den hier gerade mal inspizieren. Das sieht noch ganz schön schick aus für sein Alter. Ich bin noch nicht so sportlich. Ah, hier sind die Leiter. Ja. So, jetzt. Haben Sie einen Radlader-Führerschein? Ein Radlader darf ich fahren, ja. Ja, gut, Nur weil mein Kollege, der diese. bestellt gerade einen Radlader. Dann könnten Ja. Sie ihn jetzt gleich hinter uns hochfahren. Okay, also diesen Herr Resex, dieses. Ach, wie heißt denn das? Diese ganz großen Dinger da. Ja. Wissen Sie, welche ich meine? LKW. Nee, LKW darf ich fahren. Das ist ein Klasse C, glaube ich.
C darf ich fahren. Nee, wie heißen denn die? Die ganz großen Feldmaschinen. Häcksler. Nee, Häcksler darf ich nicht fahren und diese... Mähdrescher. Mähdrescher darf ich auch fahren. Aber die für die Rüben und so. Und Kartoffeln. Die Vollernte. Ah, ja. Wissen Sie, so, ich weiß gar nicht, wie hieß das? Holmer? Holmer? Ja, Holmer und Panda. Genau, die darf ich nicht fahren, die sind zu groß. Ah, das ist egal, die haben wir so oder so nicht. Ah, ja, okay. Den Bagger fährt mein Kollege gleich auf den Tieflader hoch. Okay. Und ich soll diesen New Holland hier wegfahren? Ja, Sie können schon mal die Schaufel anhängen. Nee, ich guck mal, ob ich das noch weiß, wie das geht. Ah, bitte fahren Sie in den Schrott, der ist neu. Können Sie mir noch einen Schlüssel geben? Wo sind ja, Sie klar. Denn? Ja, klar. Hier haben Sie einen Schlüssel. Danke. Oh, ja. Ja, also, RaceX. Ja. Die ich gefahren sind, die waren älter. Die hatten nicht so viele Knöpfe. Warte mal, okay. Was geht's denn hier? Ja, jetzt. Der Fehler war gerade schon wieder da. Übrigens. Muss man da Gas geben irgendwie noch zusätzlich? Ja. Wir müssen ganz kurz Gas antippeln. Nicht mit dem Joystick? Nee, unten. Unten, okay. Ah, jetzt läuft er. Ah, ja. Mit dem Joystick können Sie, Ich glaube, im linken war das, gell? Ja, genau. Okay. Hinten alle weg. Pass es auf, der hat Allradlenkung, ne? Ah ja, okay. Also sind... Knicklenkung in der Mitte hier. Hoffe mal, hinten sind alle weg. Ah ja, stimmt. Das ist immer... Fahren Sie. Sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ja. Und nicht, dass Sie denken, der kippt. Der hat eine sehr starke Federung. Das ist aber nicht. Ich rede nochmal mit meinem Kollegen, ja? Ja, danke. Ich bin dann, ich weiß noch nicht wohin. Ich fahre ihn dann hinterher. So, Ja, warten Sie. So. Ich sage Ihnen das gleich. Manuelle am Gucken. Mir ist gleich soweit. So. So. Gut. Okay, Control Panel läuft. Steig noch mal aus hier. Oh. Uiuiui. Also der Bauhof, der gibt ordentlich Geld aus. Akros, okay. Ne, ein Akros ist das. Akros. Akros, okay. Sieht schick aus. Der qualmt aber, hey, ich glaube, ich mache den nochmal aus. Und die Felgen. Können Sie mir schon mal sagen, wo ich hin soll? Standard. Links, rechts, geradeaus. Ja, der hat sogar Navi. Der hat Navi, das ist ja optimal. Gehen Sie mal da rein. Ja. Die Karte ist... So laut. Schon programmiert so, automatisch. Der Anhänger ist bestellt. So, noch was? Ich fahr vor, okay, Varuna? Ja, bitte. Gut. Darf dann sie doch der Volker nennen, oder? Ja. Ja, der Anhänger ist da. Und was kam nach dem Anhänger? Tobi. Ja. Ja? Ich fahr schon mal mit dem LKW und mit dem Radlader hoch, ja? Ich war mal gespannt, ob der hier im LKW... Der will mit dem LKW... Achso, da hat er einen Anhänger gekauft, ey. Ich mach mal hier. Die Warnleuchten an. Gehen die? Ah ja, okay. Mein Varuna, oder? Ja, hallo, CB-Funk. Ja, grüß dich. Ihr Telefon klingelt. Ja. Ich würde dich fragen, ja, hast du eine Arbeit hier? Ja, inzwischen habe ich was gefunden.
Was hast du so? Ich muss so einen Radlader vom Bauhof wegfahren. Ja, haben die noch so etwas? Nee, ich glaube, meinen Auftrag jetzt abgeschlossen. Ich glaube, die haben keine Arbeit mehr. Ach so. Naja, dann ist nichts. Ja, kann man nichts machen. Nee. Naja, dann bis. Dann sehen wir uns sicher sonst noch mal, oder? Ja, denke auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Als ob ich dem verrat, dass ich hier Arbeit hab. Au, 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 au. Nein, oh, so. Der Racex hat in seinem LKW, glaube ich, keinen Funk. Ist aber auch knifflig hier. Ich rufe den mal gerade an. Irgendwie ist mein Handy. Hat keinen Tuton mehr. Es tutet nicht mehr. Mein Handy ist, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es kaputt ist. Ich glaube, es ist kaputt. Weiß auch nicht. Naja. Okay. Ja, der wartet schön auf mich, das ist gut. Oh, eieiei. Okay. Das ist ganz schön groß hier. Wie komme ich denn von hier dann wieder weg? Oh, jetzt fährt er weiter, eben. Sind wir bald da, oder? Das Telefon funktioniert irgendwie nicht. Hallo? Hallo? Ja, irgendwie ist mein Lautstärke-Dings, mein Lautsprecher am Arsch. Ich habe keinen Ton mehr auf dem Handy. Also ich höre sie jetzt zwar, aber es klingelt nicht mehr. Ah, ja, das ist komisch. Das habe ich aber auch irgendwie. Ja, das ist seltsam. Also es tutet nicht und es. Wo soll ich denn das Ding hinlegen? Stellen. Den Radlader könnten Sie einfach hier neben den LKW jetzt einpacken. Jawohl. Ich war die ganze Zeit im CB-Funk, aber ich glaube, Ihr LKW hat sowas nicht. Mein LKW hat sowas, doch. Ja. Ich hatte den CB-Funk aber leider nicht an. Ach so. So. Upsa, so. So recht? Ja, passt, danke. Schalten mal die Schaufel noch ab hier. Oh. Können Sie gerade gerade mal gucken, ob die Vorderreifen noch gut sind? Ja. Das sieht gut aus, oder? Die sind noch nagelneu. Sehr schön. Ja. Ich mach das gerade. So. Gut. So. Dann komm, dann laufen wir zusammen zum Händler nochmal runter. Und noch joggen hier. Ja. So, aber wir könnten eigentlich mal auflegen. Ja, okay. Wir müssen ja nicht telefonieren. Mal gucken. Ja, wir müssen. Oh, sehen Sie mal, ich bin noch nicht mal losgelaufen, da geht's mir schon schlecht. Oh. Also wer erst da unten ist, muss einen Kasten Bier zahlen. Okay. Wer als erstes unten ist, muss einen Kasten Bier zahlen. Ja. Dann laufen Sie vor. So, aber ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ich kenne nur die Strecke, wo wir hergefahren sind. Das war von geradeaus. Aber wir laufen schon wieder auf der falschen Seite.
Wir laufen auch für falschen. Gut, sie laufen auch noch rückwärts, ey. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Dass wir das Schild nicht mitnehmen. Hopp. Ja, aber noch Hürdenlauf oder was? Ja, ja, bleib mal fit hier. Schwatzing. Hui. Boah. Ja, ich laufe einfach einen Meter weiter links, dann passt schon. Auf. Oh, Heck. Nein, oh. Ah. Ich hoffe mal, ich habe mein Gesicht nicht so sehr verkratzt. Nee. Ab durch die Hecke. Hey. Ja, es geht. Wir haben schon wieder so einen Busch. Haben Sie denn noch Arbeit für mich? Oder laufe ich jetzt umsonst nach unten? Klar. Ah, klar, das hört sich gut an. Ich habe noch jede Menge Fahrzeuge. Ey, ja, super. Was zahlen Sie mir eigentlich dafür? Ein gutes Trinkgeld. Ein sehr gutes. Naja, den Kasten Bier zahlen Sie ja jetzt schon. Sie sind ja vor mir. Den zahle ich eh, klar. Ach, perfekt. Da lohnt sich's Arbeiten sofort. Aber nur eins. Ja, einen Kasten, haben wir gesagt. Ja, den Kasten trinken wir aber nach Feierabend. Okay. Wann machen Sie denn so Feierabend? Nicht während der Arbeit. Also wenn wir alle Fahrzeuge oben haben, dann kriegen Sie den Kasten. Na, supi. Haben Sie dann auch irgendwo ein kleines Trinkgeld oben drauf? Haben Sie dann irgendwo noch ein Plätzchen mit Stroh, wo ich dann im Rausch ausschlafen kann? Klar, haben wir bestimmt irgendwo. Oder reicht Ihnen Sand? Nee, Stroh wäre schon. Sand haben wir auf jeden Fall. Stroh wäre schon besser. Passen Sie mal auf, dass nicht einer um die Ecke kommt. Der nimmt Sie gleich mit auf der Motorhaube. Ah, hier sehen doch. Das sieht doch gut aus mit neuen Fahrzeugen. So. Aha. Ja, das war jetzt natürlich wieder ungeschickt. Ich bin nicht reingetappt. Ich bin trotzdem in deinem Auto. Das selbst wenn man eh macht so. Ja, aber warum? Schalt mal ein bisschen durch, was die Parkposition angeht. Geht dort. Oh. Wo ist denn der? Der Hans-Peter weiß das. Oder steig mal aus. Ja. Ich komme nicht raus. Jetzt bin ich in einem anderen Fahrzeug. Ja, ich auch. Aber jetzt kann ich einen Motor starten. Okay. So, Jürgen, RaceX? Ja. Wo soll ich denn jetzt lang. Mit was soll ich denn jetzt fahren? Kriegen Sie ein Auto mit Tieflader gefahren? Ja, klar, logisch. Den hier? Oh. Ja, ich lade Ihnen da den Bagger drauf. Okay. Aber ich sehe gerade, Sie haben eigentlich überall. Oh, Achtung. Ja, hinten ist Platz. Ich sehe gerade, Sie haben überall. Achtung, langsam! Ja, genau, ein bisschen vorsichtig. Ich sehe gerade, Sie haben überall ihre orangen Farben. Wieso haben Sie den Anhänger dann schwarz? Na, damit die Leute wissen, dass wir vom Bauhof sind. Ja, aber den gibt's auch in Orange, dachte ich. Dann hätte ich orange lackiert. Soll ich mal nach den Reifen gucken, oder? Oh! Ah, Reifen nur getroffen. So. So, ein schickes Fahrzeug hier. Ah, Sie müssen da aufpassen. Der gibt gut Stoff, der Wagen. Ja, so ein F-150, der hat schon was. Oh, ich glaube, der Sepp Hans, der will rausfahren. Langsam, langsam, langsam. Was ist das? Ja, sieht gut aus. Wenn Sie die noch ein bisschen zurück und dann die Schaufel runter. Ja, ja, gut. Und runter. Jawohl, da kann ich den festzurren. Mach mal lieber alle Gurte dran. Ich weiß nicht, ob es hilft.
So. Ah, Mist. Gut, ich nehme dann mal Moment. Was denn? Moment. Das übernehme ich. Das übernehme ich. Also, was? Das nehme ich gleich so mit. Ich muss nochmal hier losmachen. Warum nehmen Sie jetzt das Auto? Der RaceX hat gesagt, das ist mein Auftrag. Varuna, Sie können dann mit dem Traktor fahren. Ich muss mit dem zu unserer ersten Baustelle. Ach, Sie haben schon eine Baustelle. Ja, ja, wir haben schon einen Auftrag, wir müssen schnell weiter. Ja, dann, okay, okay. Gut, was soll ich dann jetzt machen? Sie können dann jetzt gleich den Traktor fahren. Können Sie einen IT-Runner bedienen? Ja, natürlich. Dann könnten Sie mit dem JCB, dem IT-Runner und dem Mulde gleich zum Bauhof bringen. Zum Bauhof? Jawohl, das kriege ich hin. Dankeschön. Bitte. Jürgen? Ja? Nimmst du die Schaufel auf deinen Anhänger? Kann ich machen. Welche brauchst du? Perfekt. Haben wir hier. Pass auf. Oh, hier haben wir Hundegang an, das mache ich ja gar nicht. Ich brauche bis jetzt auch keine, aber ich nehme die Wagen damit. Welche brauchst du? Welche Schaufel? Na, bis jetzt noch keine. Aber ich schaue jetzt nur mal geschwind vorbei dran. Nimm die Schaufel, pack sie hier drauf. Habe ich vorne noch Platz? Herr Volker, ja! Sie? Ein kleines Stückchen. Ja, Herr Volker, können Sie dann auch die Stubenfräse hier noch vorne anhängen? Ja, kriege ich hin. So. Dieses Teil hat einen Zaun, bist du. So, dann hänge ich gleich mal die Fräse noch an. Achtung, Ludwig, pass auf. Ist aber ein großes Teil hier. Warum kann ich das müssen Sie auf der anderen. Hä? Ich glaube, das müssen Sie auf der anderen Seite nehmen. Glaube ich nicht. Glauben tut man an Gott. Hey, da bimbern wir hier. Ja, freilich, ich krieg die Schaufel nicht drauf. Das Tobi! Sie sind schon ein bisschen klugscheißer, gell? Immer hier alles besser wissen. Ja, ich hab gesagt, Sie müssen eine andere. Immer diese Jürgen. Besserwisser. Gib mir mal geschwind. Ja. Lass mich über mich, lass mich. Ich fahr mit dem Wagen weiter. Uiuiui. Geht der ab hier. Wie Schmitz Katze. Pass auf meinen Hänger auf! Ja, ja, da geht sich noch. Dazwischen. So, gut. Oh, hinten die Klappe runter. Ich denke, ich habe eine Klappe. Ja, sogar automatisch. Der Reinhard, der steht da einfach rum. Der steht mir im Weg. Ja, der muss gerade rechnen. Wir haben einen ziemlich großen Betrag gerade aus. Ja, zum Glück habe ich einen Führerschein gut bestanden. Mit Anhänger. Ich fahre schon mal zum Bauhof. Herr Varuna, Sie wissen, wie Sie da hochkommen. Ja klar, wenn ich einmal irgendwo war, dann weiß ich, wie ich da, wo es lang geht. Okay, bis später. Tschüss. So, Achtung! Oh, ho, ho. Ich muss über das Schild hier hinten raufgeben, das ist doch. Ja, glaube ich auch. Das Schild ist, das blockiert ein bisschen. Nur ganz dezent. Aber das geht gar nicht mehr rauf. Na, das war schon. Jetzt ist oben. Jetzt ist gut. Ah, jetzt. Dankeschön. So. So, unsere ersten Moneten verdienen wir heute mal. Ich glaube, das vorne, das muss doch noch ein bisschen hoch. So,
So. Gut. Das war's von der heutigen Folge vom RP-Projekt auf der Schwarzing mit neuen Eindrücken und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und bis morgen. Tschüss.